Heute möchte ich gerne mal meinen ersten Eindruck zu einer neuen Apple TV Plus Serie mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle mit euch teilen, weil Jake Gyllenhaal ist eben einer, der immer wieder überzeugt. Zuletzt mit seiner Physis in Roadhouse und generell als Charakterdarsteller inzwischen seit Dekaden, seit Donnie Darko ja im Grunde so wirklich. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, was er für Stoffe wählt, und dementsprechend war ich sehr interessiert an der Serienversion von Aus Mangel an Beweisen. Aktuell sind davon 3 Episoden auf Apple TV Plus abrufbar. Die sind zwischen 40 und 45 Minuten lang. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Episode, sodass wir dann quasi die erste Staffel oder wenn es eine abgeschlossene Miniserie ist, was ich eher vermuten würde, ab dem 24. Juli dort streamen können. Ist Krimi, ist Thriller, basiert auf dem Buch aus Ende der 80er, ich glaube 87, und gab schon mal eine Filmversion mit Harrison Ford 1990 und heißt im Original Presumed Innocent. Und ich würde dem Ganzen bis jetzt so eine 16er Freigabe geben, und die Serie hat es wirklich in sich, wie ich finde. Erzählt die Geschichte von einem leitenden, stellvertretenden Staatsanwalt namens Rusty Savage. Der lebt zusammen mit seiner Frau Barbara und mit seinem Sohn und seiner Tochter eigentlich ein wirklich gutes Leben. Als aber plötzlich eine Kollegin von ihm ermordet wird. Und am Tatort findet man sie so geknebelt und gefesselt und auch misshandelt wieder, wie es schon mal bei einem Fall der Fall war und im Grunde eine Kombination und eine Verbindung bestehen könnte. Und derjenige, der dafür im Gefängnis sitzt, befragt wird, während aber in der eigenen Behörde Machtspiele gespielt werden und gezielt vielleicht auch Desinteresse oder der Weg in die Öffentlichkeit gesucht wird, passiert es nach und nach, dass Rusty sich immer mehr mit dem Rücken an der Wand wiederfindet. Denn sein Privatleben ist durchaus, sagen wir mal, leidenschaftlicher, als man es zunächst annimmt. Und da muss ich sagen, macht Aus Mangel an Beweisen echt viel richtig. Nicht bloß der Cast, der stark aufspielt. Bei den ersten 3 Episoden dachte ich nach der ersten Folge so, what? Nach der zweiten dachte ich, what? Und nach der dritten war ich, was? Ich will jetzt unbedingt weitersehen, weil die ist so stark inszeniert. Die sieht nicht bloß wertig aus, was bei Apple TV Plus im Grunde immer der Fall ist. Und ich glaube, ihr könnt das auch 7 Tage kostenlos testen. Es gibt immer wieder mal Aktionen, wo ihr, glaube ich, monatelang das testen könnt. Und da gibt es inzwischen so viele sehenswerte Serien, gibt es immer so eine Mindestqualität, die gefühlt nie unterschritten wird. Und da hat hier nicht bloß Aus Mangel an Beweisen wieder eine Schippe draufgelegt, sondern es bei mir geschafft, dass ich dachte, oh, ich krieg so einen True-Crime-Vibe. Und dazu eben dieses Gefühl von, ey, was passiert denn hier als nächstes? Wer könnte was wie wo gewesen sein? Was ist hier vielleicht noch so für Dreck am Stecken? Und zuzusehen, wie eine Familie, die auch so stark gespielt ist, zu zerfallen droht und wie die Gesellschaft darauf reagiert und sich dann eben sowas zwischen Gelüsten und Verrat und Betrug und Macht und Intrigen, aber auch gemischt mit jemandem, der beschützen will, der retten will, der vielleicht oder Figuren, die Dinge richtig machen wollen, und das alles in so einem justiziablen Raum, wo quasi aus der Gesellschaft und der Justiz drauf geschaut wird, unter anderem in Gerichtssälen, dachte ich so, boah, das geht ganz schön spannend ab. Und ich bin froh, dass sie die Episoden so auf 40, 45 Minuten gehalten haben und keine 60-minütigen Varianten draus machten, sonst hätte es vielleicht seine Länge bekommen. Aber diese ersten 3 Episoden waren für mich alle so, okay, davon will ich unbedingt mehr sehen. Das liegt unter anderem an Jake Gyllenhaal, der als Rusty, finde ich, einmal mehr zeigt, was der charakterlich drauf hat. Der hat nicht immer nur eine Physis, die er anbieten kann, sondern hat schon immer auch was, was er, das sieht man manchmal, wie ist dieses Ding auf Netflix, wo er, das war ein Remake von einem skandinavischen Film, glaube ich, die ganze Zeit, hieß es Emergency, irgendwie sowas, einfach nur da sitzt und Telefonanrufe annimmt von Leuten in Notfallsituationen und er ganz alleine einfach nur mit seiner Anspannung und Spannung so viel transportieren kann, dass er mich jedes Mal in so eine Atmosphäre reinzieht, wo ich sofort drin bin. Und dieser Charakter hier, der hat eine ganze Menge anzubieten, und ich will euch das nicht vorwegnehmen, und man weiß auch nicht, in welche Richtung das geht und vor allem wie tief das dann vielleicht auch geht oder vergraben ist und was davon auch etwas ist, dessen man sich selbstbewusst ist. Es bietet echt viel Raum an, vor allem mit Ruth Negga an seiner Seite als Barbara, die, finde ich, ihre Punkte klar macht, wie sie in manchen Momenten auch in der Demütigung als Frau, als Ehefrau und als Mutter empfindet und wo sie ihre Grenzen zieht. Und das gibt nochmal Druck, nicht nur auf die Hauptfigur, sondern auf die Geschichte, die man ihr aber schwer anlasten kann. Und auch die Kinder, gespielt von Chase Infinity und Kingston Rumi Southwick als Jaden und Kyle, gibt es sofort Bilder, wo zum Beispiel alle zu viert auf so einer Couch einfach nur lümmeln, den Abend genießen, und ich merke, ey, das ist nur ein Bild, wo mir diese Familienvibes perfekt transportiert werden, aber wenn dann die Sorge aufkommt, wenn vielleicht auch Bilder von anderen, denen man immer vertraut, anfangen zu bröckeln, vielleicht sogar zerreißen oder zerbrechen könnten, dann finde ich allein das schon ziemlich intensiv. Wir hätten Peter Sarsgaard noch dabei als Tommy Molto, jemand in der Behörde quasi, der sehr den Weg der Öffentlichkeit sucht, aber der auch im Grunde so einen eigenen Groll, wie so einen eigenen Weg der Rache gehen will, aber ich frage mich so ein bisschen, wofür? Und ich glaube, in der Figur
Figur ist echt noch einiges vergraben, wo ich so denke, oh, das wird sich mit Episode für Episode zeigen. Finde ich richtig spannend, weil der auch immer in seinem Blick und seiner Art so was miese Fieses hat. Das ist vielleicht nicht das Angenehmste, was man über jemanden generell oder über sich selbst hören möchte, aber das gibt dieser Serie nochmal richtig guten Vibe mit rein. Und Renee Dwenz als Carolyn Paul-Hemus, das ist quasi die Frau, die ums Leben kommt und eine ehemalige Kollegin, die uns aber immer wieder gezeigt und präsentiert wird, weil sich da anscheinend eventuell noch einiges mehr verbergen kann, muss ich sagen, durch die Bank weg ist das richtig stark gespielt, aber auch fotografiert. Ich finde die Bilder in ihrer Kälte, Entsättigung und so gut wie alle Aufnahmen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einmal wirklich einen Himmel bei Tag gesehen habe, in der Serie wirken wie drin oder nachts, sodass es einen sehr beengten und einen kalten, kalte Atmosphäre gibt und die Kamera auch gerne mal drauf hält, wenn es etwas brutaler aussieht, deswegen ich da eher so Richtung FSK 16 das Ganze einordnen würde, ist das Szenenbild im 4, so das Haus von Rusty, es ist Behörde, es ist Gerichtssaal, es sind Tatorte, die Musik immer bedrohlich, spannend, nie zu viel. Das ist so eine Ebene, wo ich so dachte, hey, so muss es sein, so begleitet sich für mich, fällt mir nicht besonders positiv auf, aber auch nicht negativ, aber ich finde, das ist schon mal ein Punkt, dass Musik einen guten Job macht und Ausstattung, Kostüm von gepflegt bis hin zu sehr nackt, das werdet ihr dann selber sehen, ist das einfach komplett wertig und ich finde die Story richtig gut, die Tatsache, dass ich nicht weiß, wo es hingeht und das sollte für Krimi und Thriller gerne gegeben sein, klar, ich jetzt Buch lesen können oder ich habe auch den Film mit Harrison Ford nicht gesehen, umso besser, dass ich es jetzt hier nach und nach für mich entdecken kann, richtig gut besetzt, sieht verdammt gut aus und ich habe eben, weil ich keine Ahnung habe, wo es hingeht, total Bock weiterzusehen. Für mich ist die Serie gerade auf 9 von 10 Punkte Kurs und kann nur sagen, aus Mangel an Beweisen, gebt euch das Ding mal, heißt im Original nochmal wiederholt, Presumed Innocence, Innocent. Jeden Mittwoch gibt es dann eine neue Episode, die ihr sehen könnt und dann schauen wir mal am Ende drauf, was davon noch übrig bleibt, aber ich habe das Gefühl, das bleibt ziemlich stark. Okay, habt ihr die Serie schon angefangen zu sehen? Dann lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr über sie denkt. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.